Oh, ganz schön stürmisch gerade. Naja gut, soll es nicht weiter jucken. Wir sind sowieso im Dingens unterwegs. Im Sumpf. Da ist ohnehin nass. Also wieder zurück. Sehr gut. Schlüssel mitgenommen. Portal weg. Und das Ding weg. Und dann zur nächsten Mine gerannt. Warte, wir sind hier gerade rausgekommen. Da ist sie. Gut. Das wird dann aber ja wohl die letzte sein, oder was? Oder wie? Friedhof. Komm schon, komm schon, komm schon. Eine Kiste bitte. Nö. Oh, schade. Na gut. Dann hier lang. Und wo war die Mine? Da, ne? Da ist sie doch. Gut. Dann packen wir schon mal unsere Bausachen aus. Machen hier eine Workbench und ein Portal hin. Schließen die Tür auf. Und schmeißen den Schlüssel davor. So. Und ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal. So allmählich habe ich die Eisenbienen dezent satt. Und ihr bestimmt auch allmählich. Es ist vielleicht auch nicht sonderlich spannend, die ganze Zeit hier zuzugucken, wie ich durch diesen Schlamm arbeite. Obwohl andererseits gehört das immer zum Game. Ja, also, so ist es nun mal. So, hier ist bestimmt wieder Sackgasse. Nicht? Lootraum? Bla bla. Ciao. So. Dann hier. Hier ist leider nichts drin. Gut. Da ist eingekracht und da ist, glaube ich, eine Ablage. Aber ich kann mich irren. Ich schau mal nach. Ja, es ist eine Ablage. Gut. So. Gut. Ja, da geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Dann zurück und dann haben wir den ersten Flügel schon mal abgehakt. Dann gehen wir nach links. Halt. Hier nach links. So. Halt, die Pilze da, ne? Die nehmen wir natürlich mit. Und hindurch. Blutraum. Sehr gut. Sehr gut, Raum. Blut tut gut, Raum. So, hör damit. Und nischt. Da auch nichts. Gut. Hier ist bestimmt wieder Sackgasse. Jo. Und hier nochmal lang. Oder ist da eingekracht? Nee, da geht's durch. Perfekt. Sind hier wieder zwei Haufen ineinander, ne? Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Ich habe das Gefühl, wir müssen häufiger schlagen. Aber ich glaube, das müssen wir gar nicht, ne? Also wir treffen ja sowieso alles, was unsere Spitzhacke trifft, wird ja zerstört. Also der erste Schlag natürlich nie, ne? Aber die Schläge drauf, da ist eigentlich völlig egal, ob wir ein oder zwei treffen. Ich glaube, es kommt mir nur so vor, als ob es schwieriger wäre, also als ob es länger dauert. Hier ist eingekracht. Da auch. Tschüss. Und nach links. Blutraum? Na, komm schon. Na, komm schon. Oh. Nicht eine Truhe. Na gut. Und eingekracht. Tschüss. Ja, dann sind wir hier durch. Dann würde ich sagen, wir bringen mal kurz... Na, obwohl, so viel ist das gar nicht, was wir gerade haben. Gewichtmäßig passt noch easy. Na, obwohl, stimmt. Wenn ich jetzt das Portal aufnehme, haben wir keinen Platz mehr im Inventar, ne? Doch, weil ich Müll loswerden kann. Das ist Müll, das ist Müll, das ist Müll. Das nehme ich mit, das ist Müll. So, und das brauchen wir auch nicht. Gut. Einfach fast alles aussortiert. Huch, oh. Ja, die hat er kaputt gemacht. Ja, um dich kümmere ich mich gleich. Wart mal ab. Wart mal schön ab, mein Freund. So. Du stirbst und du erst recht. So. Und dann gucken wir mal. Wir können hier nach Norden gehen. Wieder zur Küste zurück. Um einen Rahmen zu ziehen. Ist das der Friedhof, wo wir gerade schon waren? Ich glaube nicht, ne?
Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist da ebenfalls keine Kiste. Ich glaube nicht, dass das der war, wo wir gerade waren. Oh, Essen. So. Und Schlundegel. Du stirbst und du erst recht. Oh, sogar zwei Sterne. Gib mir her, deine vier Blutsäcke. So. Fünf? Ach, weil da, glaube ich, ein normaler Schlundegel auch war, ne? Weil das kann ja sonst nicht sein. Die geben ja immer nur vier. Ah, dich nehme ich mit. Tschüss. Und tschüss. Eine Trophäe. Sehr gut. Die können weg. Knochen können weg. Gedärme können weg. Ja. Jetzt, wo ich sehe, wie viel wir im Inventar haben, bereue ich es ein bisschen, doch nicht zurückgegangen zu sein. Aber gut. Halt. Der Baum hier ist gar nicht schlecht. Da kann ich nämlich so lang komme ich über das Wasser, ohne schwimmen zu müssen. Sehr gut, wir müssen noch nicht schwimmen. Noch können wir laufen. Durch Nest sind wir ja so oder so. So, hier ist ein Feuergeysir. Mit Sodlingen. So. Sodlingen klingt irgendwie ein bisschen wie so eine Stadt in Deutschland, oder? Oder so ein Dorf. Wo kommst du her? Ja, ich komme aus Sodlingen. Sodlingen an der Oder. Oder? Oder nicht? Ich finde, das klingt übelst so. Und tschüss, alt. Na komm. Ist ins Wasser gerannt. Ist natürlich nicht so klug, wenn man aus Feuer besteht. So, her mit der Kau. Die lasse ich auf gar keinen Fall liegen. Was ich liegen lassen kann, sind eventuell die hier, aber die stacken sich ja mit unserem Portal-Stuff. Schon wieder dunkel? Ja, es wird gleich wieder Nacht. Gut. So sei es. Hm, habe ich die Mine eingetragen? Nein, habe ich schon wieder nicht. Da. Hier so. EM und X. So, und außerdem sind wir hier gleich oben an der Spitze angekommen. An der Spitze der Insel. Und wir haben einen kompletten Rahmen gezogen, glaube ich. Wenn wir das hier haben. Ich guck mal. Fast. Wir müssten noch hier. Das heißt, dieses kleine Gebiet noch und hier. Und dann haben wir das durch. Dann haben wir nur noch hier einen Fleck. Und das hier. Hm. Da ist ein Glibberbaum. Den trage ich ein. So. Und ich würde tatsächlich kurz den Sumpf noch zu Ende entdecken, auch wenn es Nacht ist, also Nacht wird, weil wir dann nämlich, wenn wir danach pennen gehen, nicht nass sind. Weil wenn ich jetzt pennen gehe und hier wieder her zurückkomme, werden wir ja den Durchnest-Buff haben und dann zwei Minuten durch Nest rumrennen. Und das möchte ich gerne vermeiden. Deswegen gehe ich erst mal aus dem Sumpf raus. Da ist die Nachtmusik. Oh oh. Ich mach mal das Ding an. Oh. Hab mich ein wenig Angst vor Gespenstern. Und du nervst mich. Beziehungsweise ihr nervt mich. Hier, komm. Bam! Feierabend. Und hier lang. So, du wirst mir auch ewig hinterher rennen. Der Drauge hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Doch hat er. Na gut. Ah. Monstrosity. Perfecto. Oh, die sieht so geil aus, ey. Finde ich. Ich bin jedes Mal erstaunt. Ehrlich. Also, ich kann irgendwie. Huch. Oh. Das war aber schnell. Na gut. So. Und so. Und das reicht vielleicht sogar schon. Ja, einer noch. Ah, und da ist ein Gespenst. Ich habe ihn nicht erschreckt. Zorngeist. Zwei sogar. Das macht zwei Ketten. Piu, 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 piu. Tschüss. Schlamm weg. Nehme ich lieber die Ketten mit. Aber sowas von. Oh. Ja, Scheiße. Ich will den Loot nicht liegen lassen. Warte mal. Ich sortiere aus. Was haben wir denn hier, was wir nicht brauchen?
Ja, ich will alles behalten. Alles. Na gut, komm. Dann mache ich jetzt hier das Portal hin. Dann hat der Plan, nicht durch Nest zurückzukommen, doch nicht geklappt. So sei es. Dann nehme ich hier mal alles auf. Halt. Das weg. Nehme ich lieber die Sachen mit. So. Und der Drauge da, den bringe ich mal um. Damit macht er unser Portal kaputt. Sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen hindurch. Dann werden... Ach so, ich dachte gerade schon, da ist noch eine Mine. Aber die haben wir schon erkundet. Und da werden wir halt nass sein, wenn wir zurückkommen. So sei es. So, rübergerannt. Runtergeschmissen. Ja, den brauchen wir nicht mehr. All das brauchen wir nicht mehr. So, 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 so. Ach ja, na klar. Stimmt, die können wir theoretisch gleich mal eben zum Speicher bringen. Ist ja nur ein Stockwerk über unserem Dingens. Zapfi, was geht ab? Schnuffi? Was machst du hier unten? Hä? Ja, da geht er gleich wieder hoch, ne? Habe ich dich entdeckt, wa? In meiner Abwesenheit bist du ein bisschen weiter runtergegangen. Kann das sein? Was ist denn mit dir los? Kein Bock mehr auf die Plattform, oder was? Na ja, gut. Halt, ich wollte erstmal kurz nach oben, um die Monstrositäten-Trophäe. Monstrosität. Alter, das war das schwierige Wort. Monstrositäten. Das ist eben der Zungenbrecher. Monstrositäten-Trophäe. Probiert das mal zu sagen, das ist gar nicht so leicht. Gut, wie auch immer. Ich würde sagen, wir schmeißen uns in die Pufe. Also, gute Nacht. Guten Morgen und direkt weiter. Und dann sind wir auch endlich da mit dem Sumpf durch. Und ich will das tatsächlich ganz gerne heute noch zu Ende erkunden, weil so viel ist ja gar nicht mehr. Boah. Immer noch am Lecken. Ah, Plusti und Flauschi, ne? Ach, Zapfi ist das. Ist auf jeden Fall auch eine Schutzbubble. Und Flauschi natürlich. Ach, wie süß. Herz allerliebst. Und weiter geht's. So, Bottle weg. Das Ding weg. Und wir werden gleich durch Nest sein. So schnell komme ich hier gar nicht raus. Aber so sei es. Na gut. Dafür haben wir den guten Loot immer mitgenommen. Da ist ein Glibberbaum. Halt. Dich da dran so. GB. Und dann hier entlang. Energieschild haben wir ja schon aktiv. Ich muss hier ein Stück raus. Da, dieses Land ist nämlich auch auf der Minimap eingetragen. Deswegen muss ich hier kurz rüberschwimmen. Wir sind ja sowieso durchnässt. Also kurz hier einen kleinen Schlenker. Über diese Sandbank. So. Verdammt. Gut. Und hier natürlich wieder gut aufpassen. Aber das haben wir alles schon erkundet. Außer hier einen kleinen Fleck und da. Und natürlich hier die Küste. Das heißt, theoretisch kann ich auch so lang. Und da wir sowieso gerade noch durchnässt sind, schwimme ich mal, um die Lochse zu umgehen. Zu umschwimmen. Quasi. Also hier so. Ja, okay, ich dachte schon, der kommt jetzt trotzdem auf uns zu. Weil manchmal reicht es ja auch ein bisschen zu dicht zu sein und dann gehen sie erst auf uns zu. Und wenn sie bei einer gewissen Nähe sind, dann greifen sie an. Und schön dreist. Ah, hier ist ein Turm. Halt. Das hier. Turm. Und... Wow, huch. Da kommt er schon direkt angerannt. Mit der Fackel in der Hand. Sein Land. Okay. Hier hingebaut. Verschiedenes Portal. So. Sicherheit, ne? Weil nachher bringen die uns hier wieder um und dann haben wir den Salat. So. Wir dürfen auch nicht vergessen, unser Schild hat schon einen Damage gekriegt. Und wir können es ja leider nicht refreshen. Was auch immer das soll. Also wenn unser Schild jetzt zum Beispiel so viel Schaden gekriegt hat, dass es nur noch ein Life hat, in Anführungsstrichen, und ich mache das Schild, mach den Schild hier neu, hiermit, dann wird nur die Zeit resettet, aber nicht der Schild selber.
Also es ist trotzdem dann nach einem Schlag kaputt. Hä? Warum denn? Warum refresht sich denn nicht beides? Die Zeit und das Life beim Energieschild. Das ist doch voll bescheuert, oder nicht? Weil ich habe doch Leben mit meinem Leben bezahlt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Damit ich diesen Zauber wirken kann. Es ist ja Blutmagie, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ne, da habt ihr es auch gerade gesehen. Ich habe den Zauber refreshed und der trotzdem ging ja mit einem Schlag down. Also ich habe keinen Unsinn erzählt. So, ist hier oben irgendwas. Ja, ein Dreistling. Ciao. Aber ansonsten ist hier nichts, wa? Gut. Ja, dann haben wir den auch abgeklappert. Zack. Und ich muss noch mal hier so einen kleinen Schlenker machen. Ah, shit. Hätte ich gejumpt, dann hätten wir eben gerade von der Birke weiter jumpen können. Aber gut. So, mach ich mal. Ja, hier... passt schon. So. Und jetzt? Die Ebenen erstmal weg. Und dann hier nochmal. Oh, da müssen wir wieder in den Sumpf. Ups. Gut. Ich laufe einfach mal querfeld ein. Querebenen ein. Durch die Ebenen hindurch. Warum das heißt Ebenen? Aber es ist eigentlich ganz schön hügelig. Könnte auch Hügelland heißen. Huch! Hä? Schnall ich nicht. Hier habe ich wohl meine Workbench gebaut. Warum denn? Ah, nein, 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 nein! Scheiße! Idiot! Okay, na gut. Das musste jetzt natürlich nochmal sein, ne? Das war so klar, dass ich jetzt nochmal sterben muss. Oh, schon wieder nicht aufgepasst, Mann. Aber ich habe auch gerade gemerkt, ich hatte, glaube ich, gar nicht beide Nahrung-Dinger drin, oder? Ich glaube, ich bin nicht mit voller Nahrung reingegangen. Ich kann mich aber auch irren. Aber so oder so war die Mücke es, die uns wieder unser Schild zerstört hat. Und der Fuhling hat uns den Rest gegeben. Oh. Aber Gott sei Dank ist ja unsere Gebirge-Base, war das ja... Da haben wir ja ein Portal direkt in der Nähe. Das heißt, wir müssen überhaupt nicht weit rennen, Gott sei Dank. Und nicht nur das. Wir haben außerdem auch unsere gute Ausrüstung. Die hole ich mir auch sofort. Das heißt, wir gehen nach oben. In die Rüstkammer. Den hier, nehmen das alles auf. Ziehen es an. Nehmen den Frost und den Feuerstab. Und auch den Energiestab lieber sicherheitshalber, ne? Ja, los, let's go. Huch. Ist kein Grauzwergenauge? Ach so, hierfür. So. Gut. Und dann hätten wir das. Dann gehen wir durch die Gebirge-Base. Halt, habe ich angezogen? Ja. Und holen uns unseren Stuff zurück. Na, das lief ja nicht so gut. Da. Gebirge-Base, ist das richtig? Ja, ist richtig. So, hier sind wir. Und gestorben sind wir da. Das heißt, ich kann sogar erkunden und dann auf dem Weg vom Erkunden, da hole ich dann unseren Stuff zurück. So, hier ist unser Karnickel-Jagdgebiet. Unser wohlbekanntes. Da sind sie auch schon überall. Schon süß mit diesen Kaninchen. Frag mich ja, was sie für einen Critter bei den Aschenlanden hinzufügen. Ich habe ja gesehen, es soll Wein geben. Oh. Wobei die Weinranken so rot sind. Sieht nicht so schön aus, so wie diese, die zufällig generiert sind manchmal, ne? Diese Ranken, die so die Wände hochgehen. Ich finde, das sieht so geil aus, dieses Grün. Oh, was mache ich denn hier schon wieder? Ich mache den mal auf die 4. Ich habe gar keine Tränke mitgenommen. Na gut, was soll's. Wir sind ja gleich da. Und dann muss ich halt einfach ein bisschen aufpassen. Hust. Gut. Aber wie ich meine, ich frage mich echt, was sie für einen Critter dazufügen. Weil bei Aschenlande fällt mir kein Vieh ein. Ne? Nebellande mit Verstecken. Obwohl, da haben sie sich ja auch einen Reptilienhasen ausgedacht. Da kannst du ja in den Aschenlanden dir auch irgendwas ausdenken. Du kannst ja auch einen... Keine Ahnung. Du kannst ja machen, was du willst. Ein Lava-Frosch. Keine Ahnung. Ist doch, was ich meine. Da kannst du ja... Ist ja völlig irrelevant in dem Fantasy-Universum. Wir werden sehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann ein neues... Das wird sozusagen dann das neue Tier, was man jagen muss. Ne? Und was dann die beste
Nahrung geben wird. Na, warte, Alter. So. Komm her. Oh, dieses Geräusch schon, ne? Ey, ich hasse sie so. Und dich hasse ich auch. Tschüss. So. Und hier lang. Ja, so mittendurch. Ich glaube, das wird nichts, ne? Doch, tatsächlich. Unser Erkundungsumkreis reicht exakt aus. Aber hier nicht mehr. Na gut, dann mache ich hier so einen Schlenker nach da. Alter, wir haben voll den großen Erkundungsradius, merke ich gerade. Wo ich hier so durchlaufe, ne? Gar nicht schlecht. Und wir sollten noch nicht weit weg von unserem Grabstein sein. Da oben ist er. So. Und diesen Fleck hier erkunde ich dann gleich, wenn wir zurückgehen. Das Dorf da habe ich schon abgegrast. Es ist zumindest durchgestrichen. Ich hoffe, da sind jetzt keine Fuhlinge. Ich mach mal Aktür an. So. Und wir müssen so nach da, ne? Ja, nee, wir sind schon so am Dorf vorbei. Jetzt laufen wir gerade straight. Geradezu. So. Laufen wir direkt straight darauf zu. Geradezu? Keine Ahnung. Oh, hier ist ja auch noch ein Fleck. Und hier ist noch ein hässlicher. Beziehungsweise ein Dreister. Ciao. Und Energieschild. Das war wieder so ein Moment, ne? Da hätte jetzt wieder eine Mücke um die Ecke kommen müssen und mich sofort treffen. Dreist. Aber es ist ja nicht passiert. Ich finde sie trotzdem dreist. Höre ich schon wieder überall surren. Aber gut möglich, dass es gar nicht mir nur so vorkommt, sondern dass da wirklich was ist. So, die letzte Stelle erkunden haben wir. Gut. Und dann zu unserer Leiche, die ist da. Aiktir ist auch noch aktiv. Dadurch können wir jetzt hier schön die Wand hochrennen. 45 Grad. Was auch immer das soll. So, da ist lang. Und da lang, meine ich. Da ist richtig, wollte ich sagen. Ein Hirschi. Ja, ja, keine Sorge. Ich tue dir nichts. Oh Mann. Die Panik auf einmal. So stehe ich so mitten neben denen. Hä? Direkt neben denen. Wie kann man denn mitten neben jemandem stehen? Mein Mund wird wieder fusselig, ne? Alter! Stirb! Das finde ich da am unsatisfiesten. Dass sie da noch so, dass sie nicht zu treffen sind, wenn sie einen gestochen haben und so umkreisen. Oh, sind die dreist. Ich hasse sie so. Gut. Ah, hier ist die Workbench. Warum auch immer. Verstehe ich immer noch nicht, warum die da war. Aber gut. Wir haben hier unseren Stuff. So. So. Und außerdem so. Das mache ich so, damit es sich nicht irgendwie einsortiert, ne? Die hier und da. So und so. So anziehen. Und alles nehmen. Und die schmeiße ich hier hin, damit der Grabstein zerstört wird. Oh, habe ich mich verjagt, Alter. Da fehlt mir gerade schon wieder. Was kommt denn da einfach mitten ins Bild, ey? Oh, was ist denn hier los? Ah, wir haben auch gerade Leichenlauf. Das heißt, wir brauchen gar keine Ausdauer beim Rennen. Hui. So, tschüss. Ja, dein Stuff kannst du behalten. Knochen schmeiße ich weg. Den Rest behalte ich. Ja. Und ich gehe nach da und hole den letzten Rest. Also nehme den letzten Rest ein. Und wenn wir das haben, müssen wir eigentlich nur noch einen kurzen Schlenker zum Sumpf machen. Einmal hoch, einmal runter und ich glaube, dann haben wir alles. Oh, ist das gerade satisfying, dass wir keine Ausdauer verbrauchen. Ah, Leichenlauf ist vorbei, schade. Run, run, run. Oh, Energieschild. So. Hey, wo sind wir? Ach, da ist der Pfeil. Ja, erstmal nach da unten. So viel Zeit muss sein.
Let's go. Dieses Dorf haben wir schon. Ja, wir haben eigentlich alles, was hier in den Ebenen ist, bereits erkundet. Und was nicht erkundet ist, da ist definitiv kein Dorf oder so. Weil das hätte ich schon längst gesehen und eingetragen. Oder es war hinter einem Hügel versteckt oder so und ich habe es die ganze Zeit nicht gesehen. Das glaube ich aber nicht. Schon sehr unwahrscheinlich. Gebirge, das Gebirge haben wir aber schon durch, ne? Ja. Gut. Dann hier noch den letzten Rest der Ebene. Da sehe ich schon wieder einen Hässlingen. Na, warte. Komm du mir mal her. Zwei sogar. Ciao. Und ciao. Hab mich trotzdem noch getroffen, Alter. Gut. Trotzdem gestorben. Ich hoffe, der hat sich nochmal richtig schön den Stachel verletzt, als er mich stechen wollte. Vergeltung. Oh Mann. So, wabert hier noch was? Nö. Perfekt. Dann haben wir dieses große Areal auch durch. Und wir sind dabei nur einmal gestorben. Wow. Oh Mann. Oh, das mit dem Tod ärgert mich gerade wieder ein bisschen, ehrlich gesagt. Das war schon wieder so richtig unnötig, ey. Aber eigentlich ist jeder Tod in diesem Spiel unnötig. Oder? Gibt es einen nötigen Tod in diesem Spiel? Ich glaube nicht. Ja, obwohl doch. Es gibt einen nötigen Tod. Wenn man mal über den Rand der Welt schwimmen will. Das hat doch jeder Valheim-Spieler mindestens einmal gemacht. Dann musst du ja sterben. Weil ich wüsste nicht, wie du das überleben sollst. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, du kannst es nicht mehr überleben. Nicht mal im Creative, oder? Doch, im Creative stirbst du nicht, aber es ist unspielbar. Ne? Ich bin da mal im Creative rumgeflogen. Es ist wirklich unspielbar.